Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 25. November 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Gestern habe ich auf dem anderen Kanal 1961 Bumm die Konstellation zum Monat Dezember aufgenommen und eingestellt. Wer da gern schon vorluschen möchte, kann da gerne mal reinschauen. Dezember wird ja ein mega interessanter Monat mit denen, die es ja schon wissen, aber mit dem Wechsel der beiden großen Planeten Jupiter und Saturn in den Wassermann und der Konjunktion der beiden dann im ersten Grad des Wassermanns. Da also bitte mal reinschauen. Ja, was haben wir jetzt? Die Sonne ist im Schützen, im vierten Grad, ist ja die Zeit vor der Wintersonnenwende, wo es im Grunde um innere Einsicht geht, um Selbsterkenntnis. Dabei wird die Sonne im Schützen eben oftmals an den Erkenntnissen, ich will nicht sagen gehindert, aber durch ihren starken Bewegungsdrang. Hier gilt es also, innere Aktivität und äußere Aktivität in eine gute Balance zu bringen. Und die Sonne, und das ist im Moment ganz gut möglich, weil die Sonne läuft hier ins Trigon zu Chiron im Widder. Und Chiron steht ja für Heilung, aber auch für Verletzungen, die sich nicht so schnell heilen lassen. Aber das Trigon der Sonne zum Chiron bietet eben die Möglichkeit, gerade was so Aktivität anbelangt, oder auch unseren Ausdruck nach außen, hier heilende Energien zu erfahren. Dieser Aspekt ist morgen Abend am Donnerstag exakt und verbindet hier eben auch Schütze und Widder. Die sind ohnehin ganz gut verbunden, weil der Mond sich ja im Zeichen Widder befindet. Gestern Nachmittag hat er die Fische verlassen in Richtung Widder. Und wie ich es gestern schon sagte, haben wir jetzt den seltenen Fall oder den relativ seltenen Fall, dass Sonne und Mond beide in Feuerzeichen sind. Dazu kommt eben auch noch Mars und Chiron im Widder, also hier Feuerzeichen, Sonne, Mond in Feuerzeichen, trifft auf Wasserzeichen, Venus und Merkur im Skorpion. Es gilt also die Innenschau, unsere Emotionalität, die weiterhin mit Merkur und Venus im Skorpion stark ist und sich gerne eben auch an emotionalen Themen festbeißt, mit feuerartiger Intensität und Kreativität und Schöpfungskraft und Bewegung zu verbinden. Also nicht gut wäre es heute und morgen. Der Mond wird ja erst am Freitag, frühen Freitagmorgen in den Stier weiter wechseln, also auch morgen noch im Widder sein. Nicht gut wäre es, auf unseren Energien sitzen zu bleiben, weil dann kann es eben zu autoaggressiven Tendenzen kommen oder eben wie zur Projektion auf andere. Besser ist es, wenn wir merken, ah, da geht es bei mir energetisch durch und durch, dass wir das mit einer gewissen Aktivität verbinden, entweder eben durch Bewegungskraft, spazieren gehen, Fahrrad fahren, was auch immer, Sport, oder eben durch Kreativität, denn die Feuerenergie, hat dieses kreative Moment. Feuer ist nicht unbedingt wie Erde, also ist nicht unbedingt besonders geeignet, Dinge zu reproduzieren, ist also nicht unbedingt produktorientiert, sondern ist eher in diesem schöpferischen Vorgang des Gestaltens, des Kreierens. Und das liegt auch an uns, was wir kreieren wollen. Und wenn wir auf, sage ich mal, negativen, unverarbeiteten, unbewussten oder verdrängten Energien sitzen, die dann sozusagen nach oben drücken, dann kann man sich vorstellen, dass die daraus hervor kommende Kreation nicht gerade positiv ist. Also deswegen eben auch immer der Hinweis, gut in uns aufzuräumen, sondern stattdessen eher diese Emotionen zu nehmen, wie ein Künstler vielleicht, und sie zu gestalten, sie quasi zu formen, aus ihnen heraus unsere Kreativität beflügeln zu lassen. Und damit das ganz klar ist, Kreativität ist nicht Produktivität. Es kommt bei der Kreativität nichts aufs Ergebnis drauf an. Es kommt nicht drauf an, dass wir ein besonders schönes Gemälde oder den Bestsellerroman oder die Arie
produzieren, sondern es geht darum, dass wir eben mit unseren Mitteln unserer Energie Ausdruck geben, ohne dass wir dabei unheilsam und verletzend gegen andere sind. Und das kann man eben durch Kunst, Musik, Schauspiel, Schreiben, alles, was das innere Feuer, dem inneren Feuer eben Nahrung gibt. Denn Feuer geht aus, wenn es keine Nahrung hat. Und der Mond im Widder hat natürlich wie alle Stellungen, und der Mond als Tagesanzeiger der Energien symbolisiert ja auch gewisse Bedürfnisse, die wir haben. Und der Widder hat eben genau wie jedes Zeichen und jeder Planet auch seine Schattenseiten, was auch nicht anders möglich ist in einer dualen Welt. Und die Schattenseiten des Widders sind eben, dass er sich auf Teufel komm raus durchsetzen möchte. Also Zurücksetzung, Anpassung ist jetzt nicht so das Thema, sondern wir möchten gerne gegen angehen. Wir wollen unseren Emotionen Raum geben. Deswegen eben der Hinweis auf die Kreativität. Und da gilt es mit Mond im Widder eben tatsächlich darauf zu achten, auch unseren Belangen Raum zu geben, sie auch durchzusetzen, uns auch nicht so schnell aufhalten zu lassen, aber eben nicht auf Kosten anderer und nicht eben als Katalysator für nicht ausgelebte Emotionen. Dann würden wir nur Unheil erzeugen und das fällt ja bekannterweise im Sinne des Gesetzes des Karmas ja auf uns selbst zurück. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch. Nächsten Montag ist übrigens Vollmond. Den habe ich auch im Dezember-Horoskop besprochen, werde ich aber in den nächsten Tagen, vielleicht morgen, schon mal raufgucken. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.